weiter geht's. Und diesmal haben wir wieder eine schöne Gegnergruppe zugelost bekommen und wir machen diesmal ein Spiel nur mit Schadensausteilern. Das heißt keine Tanks, keine Heiler, aber dafür natürlich weiterhin mit Danu, Sinde und Xar, ja, und auch noch mit Kara. Kara ist zu uns gestoßen. Level 23, wir haben gewonnen. Wir brauchen gar nicht mal neu starten, komm. Also, ich würde vorschlagen, wir bleiben hinten, drehen Däumchen und lassen Kara machen. Die Kara macht das schon. Lass das mal die Kara machen diesmal. Diesmal machen wir das so, ja. Räumt auf. So, ich hab mich überhaupt noch nicht entschieden, wen ich hier nehmen soll. Ich auch nicht. So. Ich nimm den Bomb King. Okay. Sinde, machst du Drogos? Mir egal, was machst du? Ich bin die Chinesa. Okay, dann nehme ich Drogos. Dann probiere ich das 17 Schub mal. Also nur Schadensausteiler sind erlaubt und in der Gegnergruppe könnte es eventuell sein, dass noch ein paar Flankierer sind. Das haben wir noch zugelassen. Alte Problem, ich hatte es in der letzten Folge schon erzählt. Da geht es dann eben darum, dass die eventuell nicht verfügbar sind, wenn man das Gründerpaket nicht hat. So. Schauen wir mal. Viktor, Drogos, Bombking, Cassie, Chinesa. Komischerweise dieselbe Zusammensetzung wie bei uns. Lustig, gell? Das ist ganz eigenartig. Nur Damage-Stile. Oh, der Bombking hat immer noch kein Deck bei mir. Alter, Finne. Ist ja kein Wunder, wenn du nie spielst. Ja, ich sollte mich aber einfach mal drum kümmern, dass auch solche Charaktere mal was bekommen, ne? So, wie geht denn der? Das Werfen weiß ich noch. Ach, die Mondbombe war das. The battle is about to begin. Die Mondbombe war das Sperren, die Krummelbombe war das. Die Mondbombe ist das Rückwerfding, genau, das war das. Und die Krummelbombe war... Die Krummelbombe. Meno muss ich schon wieder explodieren. Die voll Würste. Sehr geil. Da komm, halt schneller. So. Alter, ich bin so gut. Ja. Sag mal, dieser Drogos, kann der nicht heilen? Boah, okay. Drogos, glaube ich nicht, oder? Nee, den klappt nicht. Schieben, Leute, schieben! Oh, ja, schieben, das müssen wir auch noch. Ja, eben. Das bringt schon was. Also. Nein! Du Drecks-Bombking, du! Hey, Bombking ist cool, ja? Ja, der hier aber nicht. Doch, der auch. Hängt davon ab, ob er rote Schrift hat cool, oder nicht. Der ist rot, aber jetzt nicht mehr wegen der Schrift, sondern so. Autsch. Ich hab den ein bisschen gespickt gehabt. So. Gut. Weiter. Oh. Wo seid ihr? Warum bin ich denn da beim Wagen alleine? Weil ich mir dachte, ich mach mal einen auf. Ich flankiere die ein bisschen, weißt du? Und ja, ist ja schön. Ich bin aber auch kein Tank, also kurz. Du hast mit Ohren. Ja gut, ne, ein armer Trottel muss immer am Wagen stehen und Kanonenfutter kriegen. Nee, ich hab's echt mal probiert, ihn ein bisschen zu flankieren. Das hat aber voll gut geklappt, mein Flankieren. Also, Bombe. Echt Bombe. Eine Bombenfolge. Ist das nicht witzig? Ah. Nein. Okay. Vielleicht nur. Vielleicht noch 2 Liter Tequila. Beweg dich doch nicht, dann treffe ich dich nicht. Ach Mann. Wann muss ich diese blöde Bombe mal nutzen? Wie heißt die? Grummelbombe. Oh, damit mal arbeiten mehr. Grummelbömmchen. Ja. Ah, musst du mich so erschrecken. Na, Frau, hinter uns. Ich bin da. Boah. Das war krass. Du bist ja One-Shot. Ach nee, da war noch eine Granate dabei. Ja. Ja, denkst du nur. Alter. Man muss wirklich dazu sagen, Damage-Dealer sind die Klasse, die ich am absolut wenigsten. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass ich andere sonst wie beherrsche, aber
Lass das! Idiot! Nein! Mami! Lass das! Mann! Aber wir haben 73%. Ich hab vorgeschoben. Den gute Idee. Ich jetzt mal aus. Ich leg mich da jetzt mal hin. Jetzt habe ich genug geschoben, jetzt dürft ihr. Danu, ich bin hinter dir. Versteck dich da. Ja, schön. Versteck dich nur. Uff. Alter. Du spielst diese Shooter. Also zumindest Koya und Xa. Was? Nie. Ja, auf jeden Fall mehr als ich, ja? Boah. Ja, also. Gut, ich leg mich jetzt wieder hin. Eieiei. Liegt ewig auf der faulen Haut, die Danu. Ja. Er legt sich mal hin, dass der Gegner mal drüber stolpert. Give your king a big hug. Was ist noch? Das war jetzt nicht so effektiv. Jetzt falle ich gleich runter, damit ich den Weg suchen muss. Oh Mann. Krummel, Krummel. Ich muss die Krummelbombe werfen. Ja, das hast du aber schon ein paar Mal gesagt. Ja, ja, ich werde die jetzt auch werfen. Mann, wohin geht denn der Weg da hinten? Keine Ahnung, wie ich nehmen wollen. Das ist aber voll Umweg. Da ist noch jemand mit Bomben. Nicht gut. Ah ja. Ich habe euch ein bisschen aufgehört. Ja, alles gut. Hier, irgendwie krieg ich Schaden. Komisch, woran das wohl liegen könnte. Ach du Blödkopf! Der hat den bestimmt schon häufiger gespielt als ich. Nee, der wollte die Bombe hochwerfen, hat sie nach unten geworfen. Die Ulti-Magie. Renn du mal vor. Was? Ich soll vor? Ja, du renn vor. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Merk's, ich bin nicht vor dir. Ich habe mir schon gedacht, ich habe ein schlechtes Wegfindungs. Entschuldigung, ich bin gleich da. Scheiße. Ist das passiert? Gut. Mama. Achtung, du Bombe kommt. Noch. Ui, das war gut. Das hat sich voll gelohnt, der Lauf nach vorne. Oh, betäubt. Aber überlebt. Irgendwie die ganze Zeit jetzt auch so ein Rauschen im Hintergrund als Sound. Gut. Ja, so ein Knarzen. Nicht so, nee, eher wie so ein fahrender Zug. Lass doch den Scheiß. Ja, du bringst schon wieder bei 96%, ja? Ja, das stimmt. Immer die letzten. Komm, 1% müssen sie uns jetzt noch machen lassen, oder? Ups. Oh Gott, also Bombking geht gar nicht bei mir, ne? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Die kommen, die 4%. Kriegen wir auch noch. Hin! Nein! Ah, ja. Ja. Aber wir haben es auf 98 geschafft. Immerhin. Immer auf dem Gaul? Okay. Aber ich habe immer noch dieses Geräusch. Ich habe immer noch dieses Geräusch. Das ist ganz komisch. Wir sind doch ein Gold, wenn wir reiten können. Es klingt echt furchtbar. Wenn man sich erstmal auf ein Geräusch fixiert hat, ja? Ja, dann. Ja, Kara kennt eindeutig schneller einen Weg als ihr, so. Bin schon da und wo seid ihr? Auch. Bin auch da. Alle da. Wie viel kann man davon haben? 6 Stück? So. Ja, 6 könnte sein. 5, 4, 3, 2, 1.
Stop the payload. So schnell war ich tot. Gut. Ja, ich auch. Oh, man kann ihn nicht werfen. Ist ja doof. Soll ich gleich da am Endpunkt die Ladung nehmen? Bitte? Na. Nix, nix. Achtung, Bogenschützen von hinten. Man kann die Bombe nicht nach oben über irgendwas drüber werfen. Das fand ich jetzt echt schade. Ah. Okay. Mann. Boah, das gibt's nicht. Kann man die Eisenbahn aufhören zu fahren? Man hält einfach zu wenig aus. Das ist so übel. Mhm. Ich bin das einfach gewohnt, dass du ein bisschen aushältst, aber umgekehrt hast du mit dem Bomb King aber auch nicht diese Mobilität, dass du dich da rausbringst aus der Gefahrenzone schnell, finde ich jetzt. Also ganz schwierig für mich. Ich komme mit dem einfach nicht klar. Ich meine, man sieht ja, was der anrichten kann, wenn man den als Gegner hat, ja, wenn man den beherrscht, dann ist das ein super Charakter, aber es ist nicht meiner. Das muss man einfach mal so festhalten. War noch einer. Na, da ums Eck. Moach. Gibt's ja gar nicht. Ja, kommt der zu zweit. Danke. Hab ich noch was? Ach, egal. Machen wir nachher. Ich sterbe eh nochmal. Try it! Hab ich gehört. Ab! Da ist ja schon einer. Die Cassie spielt echt gut. Nee, Kinessa. Nur. Halt auch einfach zu schlecht mit dem Bomben. Ich hätte, war so schön von hinten, die hatten mich lange nicht gesehen und ich Trottel treffe einfach mit dem Bomben nicht. Es ist eine Wucht. So was nervt mich. Oh, du Gott. Die sind nah. Kann das sein? Ja. Ja. Wir haben schon 90%. 91. 92. Wahnsinn. Boah. Boah. Ha. Ich glaube, jetzt haben sie es. Krass. Ja, also ja. Gut. DDs ist vielleicht nicht ganz unsere Gruppenzusammenstellung, muss man sagen. Nicht ganz. Also, war knapp, aber. Den Agent Ender, den kenne ich noch. Wir waren nur in der falschen Truppe diesmal, oder? Wenn ich das so sehe. Wenn ich das so sehe, erschießt er mich da gerade. Ja. Ja. Pah! Wo ist der Bann-Knopf? Oh, und nur als Schaden. Kara, unsere Kara. Ja, hätte man die Kara nicht gehabt, wäre man noch. Also, da hätten wir ja richtig. Ach du Scheiße, die wird geflucht haben. Ja. Was war es? 28, 21, ich weiß es gar nicht mehr. Wahnsinn, die hat richtig aufgeräumt hier. Ja. Das war böse. Ja, herzlichen Dank, Kara, dass du dir das angetan hast. Und sorry, falsches Team. Es ist halt eine Einlevel. Also gut, wir gehen in die nächste Runde. Da machen wir jetzt nur die ganzen Supporter. Ja, das heißt, nicht Supporter, Entschuldigung, die ganzen Flankierer, so nennen die sich hier.
Wir können es mal durchgehen hier, dann kann man es mal anschauen in der Champions-Übersicht. Da haben wir Androxus. Da haben wir, gehen wir es mal durch. Buck, die alte Übersicht war so viel besser. Ja? Jetzt muss man hier immer drüber gehen, dass man sieht. Buck ist ein Flankierer. Eevee ist eine Flankiererin. Dann haben wir hier unten Sky. Da ist Xan natürlich wahrscheinlich wieder unterwegs. Also wie ich das so sehe, haben wir 1, 2, 3. Glaube ich, ja. Ja, 4. Also gut, dann ist ein Schadensausteiler noch erlaubt. Aber ich denke mal, das macht jetzt keinen großen Unterschied. So, dann gehen wir auf Benutzer definiert. Erstellen. Wir nennen das Ganze, ihr ratet bestimmt richtig, nur Flanke. Und, oh, noch ein Leerzeichen rein, dann passt's. Und das Passwort ist wieder CLP, wie gehabt. Ihr könnt alle joinen, die ihr hier dieses Spiel habt. Free to play ist es. Und ja, wir machen, was hat man noch nicht? Die Frostwacht hat man, glaube ich, noch nicht, ne? Gehen wir da mal rein. Die wollten wir mal nehmen, aber irgendwie ist dann immer das Spiel abgeschmiert, beziehungsweise dann wird's mal Zeit. Also. Vielleicht liegt's hier an der Map. Ja, mal schauen. Wenn's gleich wieder abschmiert, wissen wir Bescheid. So. Oh, die Pizza Salami ist diesmal in unserem Team. Yay! Dann. Glückwunsch. Los geht's. Denkt dran. Nur Flankierer. So, ich werde so losen. Ich bin da so schlecht. Wen nehme ich denn dann jetzt? Ja, ich kann ja nur noch Eevee. Ihr habt mir ja alles weggeschnappt, ihr Säcke. wen soll ich denn jetzt nehmen? Flanke gibt es nicht mehr. Nee, dann nimm irgendeinen Damage, der dir dazu sagt. Irgendwas. Schaden. Kinesa, den Victor oder was auch. Oder was Mobiles, also Drogos. Ich habe Eevee noch nie gespielt. Never. Ich habe mir das Kind angeguckt. Ich habe so eine scheiß Stimme. Da habe ich mir gedacht, die spiele ich nicht. Habe ich davon. Herzlichen Glückwunsch, jetzt hast du es. Oh mein Gott. Wen haben wir als Gegner? Cassie, Buck, Androxus, Eevee und eine Sky. Wen haben wir da als Schaden drin? Cassie ist als Schaden drin, die allerdings auch wirklich eine ziemliche Flankiererin eigentlich ist. Ja, sie ist ja auch so ein... Oh, die Stimme allein. Ja. So ein bisschen flankieren tut sie ja schon. Ich weiß ja gar nicht, was ich mit ich... Keine Ahnung. Hier, Lebensentzug. So, jetzt schauen wir uns mal die Skills an. Also der hinter dem Steuer, der hat keine Skills, aber die hoffentlich. Eisblock, werde immun. Segeln, schwinge ich auf deinen Stab. Ich bin eine Hexe oder wie? Schwinge ich durch die Lüfte mit F. Blinzeln, teleportiere dich über kurze Distanz vorwärts. Aha. Ach du Gott. Ach, das ist ein Eisgeschoss, was ich habe. Ach du Scheiße. Viel Spaß. Es wird keiner am Punkt stehen, ne? Wir werden alle außen rumtanzen. Okay, das Geschoss, das muss ich mir erst noch mal gewöhnen, wie das fliegt. Oh, ich wollte doch gar nicht. Halt, kann ich hier wieder raus, bitte? Wo bin ich? Da, hau ab. Ach du Kacke. Okay. Segeln, da muss ich dann abhauen. Blinzeln teleportiert mich kurze Distanz vorwärts. Okay. Okay, F und Q, damit muss man, dass man mobil ist. Ach du Arzt. Eevee. Oh, allein ihre Stimme, die tut so weh. Die tut mehr weh als ihr Schaden da, den sie mit der Waffe macht. Ich hab einen Kill. Ja, ich hab ihn auch schon gut vorbearbeitet. Ach ja, du. Ah, Mann. Och, ich glaube, das kriegen wir nicht mehr. Wir sind da zwei Eiswürfel nebeneinander. Yay. Also, wir sehen nach Bomb King, es geht noch schlechter. Ja. Mit der Tritt, weißt du, sie schießt so langsam, da musst du... Du musst so derb vorhalten. Huch! Oh.
Boah! Leck mich doch mal. Ne, lieber nicht. Ist ja nicht wahr. Boah. Kann sein, dass wir die aber alle nicht können, diese Charaktere. Mhm. Ja. Die hält auch überhaupt nichts aus, die Tussi, ne? Ein Treffer und dann bin ich hops. Also es ist unglaublich. Mhm. Alter. Aber es ist wenigstens schnell vorbei. Ja, die sind gleich fertig. So, das Thema hätten wir auch erledigt. Autsch. Ja, das saß. Ja. Wir werden du musst das rausreißen. Du bist der Einzige, der seinen Charakter hier eigentlich beherrscht. Ach, so läuft das jetzt. Ja. Alter, ich spiele nicht mehr mit. Ich stelle mich jetzt hier hin und schäme mich. Ey, der Charakter ist scheiße, finde ich jetzt mal. Aber da muss ich jetzt an der Stelle sagen, also klar, ich beherrsche ihn überhaupt nicht. Aber das ist wirklich der Charakter, den ich so bisher als den schwächsten eigentlich ausgemacht habe, auch wenn er als Gegner war. Ich habe den nie wirklich wahrgenommen, dass ich mal von der getötet worden wäre oder so. Also, dass ich jetzt wirklich... dass ich die jetzt so richtig als schlimmen Gegner irgendwie mal wahrgenommen hätte. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber diese Eevee Ice-Tussi, die war eigentlich für mich immer eher so im Bereich Opfer angesiedelt. Was? Ich war 3 Kilometer weg! Furchtbar. Boah. Der schlechteste Charakter mit dem schlechtesten Spieler vereint. Das ist eine explosive Mischung. Dann passt es doch. Ja, das ist genau. Eigentlich sind wir wie füreinander gemacht. Leck mich doch. Also wenn ihr so noch ein bisschen hinhaltet, hau ich gleich eine Bombe rein. Ja, dann mach mal. Mach. Ich mach mit. Ich hab da so ein Eiskristallwirbel-Dingsbums-Schadenpuff-Ding da dahinter. Ja. Ja, die hat genießt. Habt ihr gehört? Ein bisschen verschnupft. Ach wie, die haben das Ding schon wieder? Oh, dann ist es ja gleich vorbei. Aber ich hab gerade hier ein bisschen ausradiert. Oh nö, weißt du, es hätte so schön schnell vorbei sein können. Ah. Ja, achso, jetzt. Death awaits you all. Was, wo kam das denn jetzt her? Alter, ich... Death awaits you all. Ich find das unfair. Ich nehme jetzt hier, dass ich aushalte. Ich werde jetzt zum Tank. Irre, die stehen überall. Die sind überall! Sind das echt nur 5? Nee, nee, wir spielen gegen 10. Das habe ich auch so gedacht. Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Das ist super. Mann! Oh, ich habe 2 getötet. Nee, 1. Verdammt. Okay, ich glaube, sie sind drin. Ja, wir haben es gleich überstanden. Wir haben es gleich gestanden. Wir und vor allen Dingen ihr auch zum Zuschauen habt es geschafft. Ihr habt es hinter euch. Wie, nee. Könntet ihr jetzt mal anschießen? Wer hat denn... Komm, wir schieben es rein, oder? Ja. Schieben wir schon mal rein. Man muss echt aus der Entfernung mit ihr agieren, das ist doch das Einzige, was ich noch weiß. Boah, ich hab noch einen Kill, ich bin so gut. Ich sieht endlich aus. Nee. Du hast ausnahmsweise das getroffen. Ach, jetzt. Ja. Gott sei Dank. Ja. Das war gut. Also. Also ich dachte jetzt ehrlich gesagt, dass ich die Szene des Spiels kriege, weil das so schlecht war, dass man es einfach zeigen muss. Weißt du, so hatte ich jetzt eigentlich die Erwartung, so nach dem Motto, der ballert da rum und trifft einfach nichts. Das ist ja auch durchaus. Ach, das war deine Bombe? Mhm. Hat man gar nicht gehört hier, Time's Ticking.
War gut, ja. Doch, darf ich eine. Die zwei dann noch weg. Ja. Punkte, schauen wir mal. Oh, ich habe 5 Eliminierungen. Hey, ich Pizza. Bin damit nicht der schlechteste Wert. Pizza ja. Als bester Flankierer. Wahnsinn. Also, war okay. Boah. Ich habe immerhin den zweitmeisten Schaden gemacht und das mit der. Also wir waren ganz dezent unterlegen. Es war aber, es hätte auch in die andere Richtung ausgehen können. Also das war ein ganz harter Kampf, ja. 2 Folgen zum Vergessen. Einmal Bomb King und einmal, wie hieß sie? Ivy. Ich werde sie nie wieder spielen, ich verspreche es euch. Und aber ich habe... Ja? Ja, nichts. Mach weiter. Nee, mach ruhig, komm. Mach dein Erfolgserlebnis, bring es raus. Na gut, ich habe eine Überraschung. Oh Gott. User was moved to your channel. Hippo! Da ist ein Hippo! Abend. Wir haben einen Hi, Baum! Hippo. In der nächsten Folge haben wir einen Baum! Das ist super! Dann sehen wir uns da wieder. Jawohl!